Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans des FC nach Homburg in Portugal. Sind wir nun angekommen? Ich bin Pascal Reinhardt hier. Wir sind in unserem Zimmer, ich und mein toller Zimmerkollege Yannick Tervelde hier. Servus! Auf dem Bett hier zu sehen, Yannick Tervelde. Entschuldigung, gerade klopft es hier im Hotelzimmer. Wir bekommen Besuch. Hallo! Oh, oh. Hallo Carsten! Was macht ihr? Sag mal Hallo zu den Homburg-Fans hier. Also wir sind hier angekommen in Portugal. Hier unser Hotelzimmer. So eine anstrengende Reise. Oder Yannick, wie war deine Reise? Ja, was heißt anstrengend? War eigentlich ganz gechillt. Sind am Flughafen angekommen. Eingecheckt. 2 Stunden geflogen. Mit wunderschönen Stewardess. Muss man natürlich sagen. Die Busfahrt durch Lissabon. War Weltklasse. Ja, und jetzt sind wir im Hotel angekommen und im Zimmer. Und schauen Fernsehen. Ja, was habt ihr heute noch so vor? Oder du, Yannick? Was haben wir vor? Ja, wir haben jetzt gegessen in der Mannschaft. Gehen gleich, denke ich mal, in den Whirlpool. Bisschen relaxen, einen Tag noch. Schön verbringen mit den Jungs. Dann schauen wir uns natürlich das Highlight an diesem Tag. Für uns alle, denke ich, den Super Bowl. Heute Abend, ich denke, das wird uns auch der Trainer nicht verbieten. Es wird eine geile Show. Gucken wir alle gemeinsam, was heißt alle, denke ich mal, 5, 6 Leute hier und der Rest sind hier in den Zimmern. Gucken wir uns das Spiel an. Ja. Und dann geht's morgen schon los im Trainingslager. Okay, danke Yannick. Also, ich bin's wieder. Euer Pascal, die Nummer 21, hier vor mir, mein Zimmerkollege Yannick. Wir sind ja auf dem Weg zu Claudio und Martin Kurz. Hier, Mario Klinger. Giancarlo Pina sehen wir hier. Gianni, wo gehst du hin? Unter die Bar, trinken wir. Okay, hab Spaß. Hier sehen wir zum Beispiel Patrick Ribeiro, der gerade ein Telefonat führt. Wollen wir mal nicht weiter stören. Gehen nun hier weiter, hier ins Zimmer von Martin Kramer. Und Claudio Bellanare, ein Besuch abstatten hier. Oh, Martin, Stabis für den Sixpack im Sommer. Tut ja sonst nichts. Yo, da haben wir einen alten Bekannten, Carsten Lutz, mal wieder hier. Der Typ kommt rum wie Falschgeld. Ey, wie kann ich hier Ding machen? Hallo, servus Claudio. Grüßt euch, Homburger. Und, wie war deine Reise? Wie war der Tag? Ein bisschen anstrengend, aber war schön. Schön. Okay. Ja, toll. Ja, Martin, unser Fitness-Biest. Ja, Jungs, erzählt mal den Homburg-Fans etwas. Ja, das Wetter ist hier ganz recht passabel, ne? 12 bis 15 Grad, irgendwas dazwischen. Schönen Meeresblick haben wir da draußen. Ja, das sieht man jetzt leider nicht. Ist leider etwas zu dunkel. Sieht man leider nicht mehr raus. Können wir euch morgen zeigen, in den Tagen. Kein Problem. Jetzt sind wir hier immer noch im Zimmer. Gehen mal hier raus. Boah, ziemlich frisch hier draußen, ein starker Wind. Martin, Claudio hier, auch Yannick. Dann zeigt den Leuten mal unseren Pool da unten. Ja, unser Pool. Da unser Ausblick vom Zimmer. Leider sieht man jetzt das Meer nicht. Hier ziemlich starke Wellen, gerade durch den Wind. Stark, ja. Richtig gut hier, gefällt uns. Perfekte Gegebenheiten, um in die dritte Liga aufzusteigen. Ja, jetzt sind wir hier wieder im Gang mit Nino Lacaninha und Mike Bayer. Mike, warum so Kamerascheiß? Jetzt sind die Haare nicht, oder was? Die Haare liegen nicht, weiß ich. Hier ist mein Zimmerkollege. Unser Capitano! Was ein Kreuz, der Junge. Hier im Zimmer, natürlich alles ordentlich, akkurat, immer bei André Kilian hier, unsere 13. Alles gut aus, Jungs. Hier. Männer, schaut euch das an. Vorbildlich. Vorbildlich, Männer. Was ist denn hier los, Mann? So, und, Jungs, wie war eure Reise? Mike Bayer, erzähl uns vom Tag. Die Reise. Alles gut geklappt. Nur die Landung war ein bisschen unsanft. André, was war dein Highlight des Tages? Wie gefällt dir das Hotel? Ja, ich denke, Hotel ist gut. Kann man nichts sagen.
Das hat ja nichts Neues in Portugal. Aber ist jetzt auch nicht. Das ist jetzt, jetzt First Class, aber ist eine sehr gute Location. Okay. Hier wieder. Das Zimmer ist voll, Jungs. Unsere Italien-Fraktion hier. Nein, du bist kein Italiener. Hier nur die zwei haben wir hier. Zweiter Jahr. So, jetzt gehen wir mal wieder ins Zimmer hier rein. Da haben wir hier den Pascal. Oh mein Gott, hört euch an, was der hier singt und hört. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist die pure Bestrafung für mich. Die Haare sitzen. Der Typ ist bekloppt. Oh Mann. So, dann zeige ich euch nochmal unsere Aussicht. Ja, also Oskar hat mir ein Tanten beigebracht, aber irgendwie ist meine Hüfte nicht so. Jetzt ist Öl, weiß ich. Ist mir nicht so da, aber. Asi, mein Freund, mein Zimmerkollege. Was machst du da? Zimmer, was weiß ich hier, meine Sachen mal ein bisschen sortieren und Schrank einräumen. Okay. Wie war dein Tag heute? Ja, heute Morgen aufgestanden, Busfahrt nach Frankfurt, natürlich am Flughafen. War, ja, sehr anstrengender Tag. Und der Flug war natürlich witzig. Die Landung war ein bisschen, oh ja, ein bisschen hart, aber sind ja alle heil angekommen. Das Essen war jetzt auch okay, Abendessen. Jetzt gucken wir ein bisschen Fußball, schauen ein bisschen schwimmen gehen gleich noch. Dann schmelzer auf. Ja, Sonnenbrille, alles im Gepäck natürlich hier, Männer. Sonne hat heute, war super Wetter heute hier. Ich hoffe in Deutschland auch, keine Ahnung, was ihr für Wetter habt. Aber hier mal spitze. Okay, und was war dein Highlight? Mein was Highlight? Boah, ja, die Fahrt durch Lissabon war natürlich mal was Neues. Ich saß neben Patrick Ribeiro, der Portugiese ist, hat mir einiges erzählt, ja, über Portugal und die Stadt. Ich war ein bisschen überrascht. Lissabon war jetzt nicht so neu, sag ich mal, alles, die ganzen Gebäude und so. Aber war auch durchaus interessant, mal das alles zu sehen. Ja. Cool. Und was ist für dich sozusagen, wo du jetzt schon sagen kannst, na, das hat mir nicht so gefallen hier? Ja, also bisher bin ich rundum zufrieden hier. Passt alles, Bett ist gemütlich. Kann man durchaus ein oder andere Nächte verbringen hier. Und sonst, ja, passt schon. Mit dir, muss ich gleich das Bett teilen. Nicht das Schönste hier, aber nein, passt schon. Das kennen wir ja schon. Ja, wir sind ja gewohnt. Die Wohnung teilen wir auch und deswegen passt das ja. Ja, leider. Gut, und was erhoffst du dir noch von der Woche? Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall eine anstrengende Woche. Klar, jeden Tag zweimal Training, auch zwei Testspiele. Ja, vor allem, dass wir noch als Team noch enger zusammenwachsen. Wir sind ja eigentlich schon eine super Truppe, verstehen uns alle gut und ich denke, wird eine gute Woche. Ich hoffe, das Wetter mitspielt und dann kriegen wir das alles hin. Cool, cool. Was hast du heute noch vor? Boah, das hast du schon mal gefragt. Drück mal da drauf. So, liebe Fans, das war es eigentlich auch schon für den heutigen Tag, für den Anreisetag. Hat eigentlich mehr viel zu sagen. Ja, wir gehen jetzt schwimmen. Danach gehen wir ins Bett und morgen früh um 7:30, 8:00 das Frühstück. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns. Hey, Tebe. Wohin? Runter. Whirlpool. Sorry, ja. Hey, gehst du jetzt? Ja, klar. Ja, ich muss mich noch umziehen. Beeil dich, mein Freund. Ja, warte, ich komm gleich nach. Warte auf Ding, Lobby, okay? Alles klar. Okay, bis gleich, hey. Bis gleich. Der ist weg. Da läuft er.